wo ist er jetzt? Ich drängte ihn mit der Talos-Gruppe von einem medizinischen Konvoi Richtung Yavin. Er steckt in Yavins Atmosphäre fest, kein Hyperantrieb. Für die Talos-Gruppe allein sind zu viele Jäger vor Ort. Wäre gut für uns beide. Ah, ein Besucher. Wedge Antilles, Renegatenstaffel. Ihr seid wohl dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Ich habe ein Problem mit einem Sternzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Wir brauchen einen Sternzerstörer für Projekt Starhawk. Intakt. Zeigen wir, was Vanguard kann. Wedge, und bitte. Was? Wir wollen einen Sternzerstörer uns holen? Are you sure? Wir sollten anfangen. Okay. Ihr habt das vermutlich alles schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternzerstörer Victorum über den Planeten Yavin eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen, ihn kampfunfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Wenn wir auch das Zielerfassungssystem zerstören können, verschafft uns das noch etwas mehr Zeit. Anschließend müssen wir den Sternzerstörer zum Entern klar machen. Dafür müsst ihr eine potenzielle Schwachstelle im Rumpf der Victorum ausfindig machen, am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine gute Stelle gefunden habt, bombardiert sie, bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Victorum noch immer einige TIE-Jäger im Hangar hat. Und die werden versuchen, uns aufzuhalten. Sobald alle Ziele ausgeschaltet wurden, kann die Entermannschaft übernehmen. Während unsere Truppen die Brücke einnehmen, wird Vanguard die Außenseite beschützen, für den Fall, dass feindliche Verstärkung eintrifft. Sobald das Team die Brücke eingenommen und die Kontrolle über den Sternzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Temperance. Okay, das klang jetzt so, als ob das Stehlen eines Sternzerstörers eigentlich ganz einfach wäre. Hoffentlich habe ich recht. Ah, ja, mhm. Wenn ihr meint... Entschuldige die übereilte Vorstellung. Die Talos-Gruppe verlässt sich darauf, dass ich so schnell wie möglich Verstärkung für sie organisiere. Dein Commander meint, dass du Talent hast. Genug, um einen Sternzerstörer zu stehlen. Normalerweise würde ich die Renegatenstaffel damit beauftragen, aber General Syndulla hat mich vorübergehend Projekt Starhawk zugeteilt. In der Zwischenzeit kümmern sich die Renegaten um eine andere vertrauliche Angelegenheit. General Syndulla hält uns ordentlich auf Trab. Euer Commander und ich haben etwas gemeinsam. Auch ich bin früher für das Imperium geflogen, in der Sky Strike Akademie. Mich der Rebellion anzuschließen war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wünschte, mehr meiner Freunde hätten das mir gleich getan. Na gut, das war ein nettes Gespräch, aber die Talos-Gruppe wartet auf uns. Ein Sternzerstörer. Verlangst du ihn da nicht schon ein wenig zu viel abblinden? Vanguard wird damit klarkommen, oder etwa nicht? Außerdem braucht Projekt Starhawk den Sternenzerstörer für... Na, du weißt schon. Ah ja. Wedge hat sich in der Schlacht von Yavin einen Namen gemacht. Er kennt das System besser, als es das Imperium je kennen wird. Ihr kämpft in einem ehemaligen Gebiet der Rebellion. Wenn Wedge also einen Ratschlag hat, solltet ihr lieber die Ohren aufsperren. Denkt außerdem daran, dass auch ein verwundeter Krakana noch zubeißen kann. Seid vorsichtig in der Nähe des Sternenzerstörers. Brecht auf, so früh ihr könnt. Machen wir. Da geht's zum Hangar. Hier ist die Besprechung. Ab in den Hangar. Mal kurz hier drehen. Ja, ab in den Hangar. Zack. Gut, dann nehmen wir mal mit ihr. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Wir sind also auf dem Weg nach Yavin, mit wichtiger Gesellschaft, wie es aussieht. Und jetzt wissen wir, dass Projekt Starhawk einen imperialen Sternzerstörer benötigt. Das ist genug Feuerkraft, um eine kleine Flotte auszulöschen oder dem Imperium eine unangenehme Überraschung zu bescheren. Das allein würde die Geheimnistuerei nicht rechtfertigen. Es steckt mehr hinter dem Plan des Commanders. Wir müssen ihm wohl einfach vertrauen. Leider wird das keine leichte Angelegenheit. Selbst ein beschädigter Sternzerstörer verfügt über unzählige Panzerungen, Geschütze und Schilde. Mein armer, intoleranter Vater nannte Sternzerstörer immer die Fäuste des Imperiums. Falsch lag er damit nicht.
Aber sie sind nicht unbesiegbar, wenn man gut ist und Glück hat. Bleiben wir lieber optimistisch. Ja, auf nach Yavin. Verschwenden wir keine Zeit. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass ich Glück habe. Dann würde ich sagen, breit. Der Commander will, dass du diesmal einen X-Flügler fliegst. Ich habe ihn für dich mit Ionenraketen ausgestattet. Damit lassen sich feindliche Jäger sowie Subsysteme von Großkampfschiffen lahmlegen. Na denn. Nun starten. Dass uns das Skywalker-Glück heute hold ist. In Ordnung. Bereit, Vanguard? Wir stürzen uns jetzt direkt in die Action. Vanguard, folgt ihm. Ja. Talos, Anführerin hier. Ich erbitte sofortige Hilfe. Captain Antilles ist in Begleitung der Vanguard-Staffel. Hier, um zu helfen. Verdammt gut, dich zu sehen, Wedge. Wir hatten schwere Verluste. Der Sternzerstörer muss gestoppt werden. Keine Sorge. Wir sind hier, um ihn zu kapern. Ihn was? Seid bereit. Abfangjäger. Die sollten wir zuerst loswerden. Konzentration, Vanguard. Priorisiert eure Ziele und greift an. Okay, das sind die Jäger. Bin Information. Erwischt. Au. Ionenwaffen, setzen frei, außer Gefecht, okay. Guter Schuss! Die Ionenrakete hat ihre Systeme gekillt! Wir erledigen den Rest! Sehr gut! Drängt die Imperialen zurück! Geht klar! Der Feind erfasst mich gerade! Der Feind erfasst mich gerade! Hilfe! Hallo! Okay, komm schon! Der Sternzerstörer hat noch einen Schwarm Teilabfangjäger gestartet. Box auf. Du bist jetzt sicher. Und wieder schön auf die Schilde. Hinter mir schleichen. Fast alle erledigt. Au. Dann bloß nicht aufhören. Ah, ich hatte epische Lüge gehabt, von daher passt. Nein. Nice, den haben wir. So. Nicht so lange in den Wolken bleiben. Selbst in dieser Höhe kann die Hitze deinen Schiffsrumpf toasten. Ja, ja, es ist ja schön, Rückendeckung zu haben. Das war's. Alle Teils besiegt. Gute Arbeit, Vanguard. Okay, bei der Thanos-Anführerin sammeln. Wedge, wir hatten schwere Verluste. Wir benötigen Reparaturen. Danach sollten wir verschwinden. Verstanden, Thanos-Anführerin. Keine Sorge wegen der Imperialen. Wir halten sie auf Trab. Ihr wollt wirklich den Sternenzerstörer stehlen? Das ist der Plan. That's correct.
Okay, Vanguard, mir nach. Begeben wir uns zu Victorum. Konzentriert eure Schilde, bevor sie das Feuer eröffnen. Schildheck, genau. Das geht mit der 7. Ich will ausprobieren, dass das die 7 ist. Wenn ich das... Schalte das Zielerfassungssystem aus! Und los! Energie auf die vorderen Schilde! Schadens ist dieses Ding noch gefährlich. Darum hat die Talos-Gruppe bei der Verfolgung so gelitten. Ich wollte die Victorum brennen sehen. Aber sie stehen. Das gefällt mir noch viel besser. Nice. Das hat Gesinn. Zielerfassung gestört. Okay. Das anklicken und Hack. Nein! Mitte. Zerstörer ist ausgeschaltet. Sicher für die U-Flügler. Das ist unsere Chance, den Sternzerstörer einzunehmen. Wenn wir die Brücke erobern, haben wir Zugang zu den internen Systemen. Es geht nach einer Schwachstelle, an der die Endermannschaft einsteigen kann. Du bist Rat 5. Ein Sternzerstörer aufbrechen, genau. Hier, wir können das Team hier einschicken. Wir haben die Jäger mal fluchen. Gut, immer feste, okay? Mach ich! Laber nicht! Direkt in den Müllschlucker! Rein da! Bringt jetzt die verbleibenden Jäger zurück! Säubert den Himmel! Es kommt immer mehr Imperialer! Sie haben mich erfasst! Jetzt? Ja. Wir machen sie fertig. Da kleben Abfangjäger an mir. Kann sie nicht abschütteln. Vanguard 5, hilf ihm. Hier bin ich dabei. Wenn getroffen. Ich stecke hier wirklich in der Klemme. Der Typ hin. Erntemannschaft, wir haben euch im Blick.
Seid ihr bereit für einen Sternzerstörer? Verstanden, Captain Antilles. Bringt uns hin, wir übernehmen dann. Ihr habt's gehört, Vanguard. Bringt die U-Flügler an ihre Position. Seid vorsichtig. Und die Mannschaft des Sternzerstörers? Wenn unsere Entermannschaft die Brücke übernimmt, schalten sie die internen Sicherheitssysteme aus. Die Mannschaft wird kein Problem sein, ohne Computerzugang und mit verschlossenen Panzertüren. Da ist ein imperiales Trägerschiff. Sie schicken Verstärkung. Das ist natürlich schlecht. Die Elektronen nicht kampflos aufgeben. Vega, schieß diesen Kreuzer ab. Okay, Kreuzer. Was? Fortgeschrittene Zielerfassung. Standardgemäße. Panzer. Okay. Los geht's. Ich nehme mich ins Visier! Entermannschaft hier! Schwachstelle wurde gesichert! Setz die Ionenraketen gegen die Schilde ein. Wow, Ionenraketen sind super gegen Schilde. Pass auf, die sind hinter dir her. Bleib dran. Oh, natürlich. Bisschen auf Waffenenergie setzen. Und jetzt kann ich wieder ruhig auf. Gleich haben wir es, Vanguard. Erledigt dieses Trägerschiff. Wir werden erschossen, sind aber fast so, auf dem Trägerschiff ist weg. Bin zufrieden. Trägerschiff zerstört. Endlich. Hervorragende Arbeit. Okay, Team. Erledigen wir den Rest. Die Brücke ist versiegelt. Wir schneiden uns den Weg frei. Hä? Da! Okay, erledigt Nummer 1. Nee. Nur noch das Ding, das schon kaputt ist. Perfekt. Alle erwischt. Okay, an meiner Position sammeln. An seiner Position sammeln. Ja. Los geht's. Zu mir, Vanguard. Wir formieren uns bei der Victorum. Die Entermannschaft könnte Unterstützung brauchen. Wir haben die Panzertür fast offen. Noch ein imperiales Trägerschiff. Hm. Oh, es kommen ein paar mehr. Trägerschiffe. Das sind viele. Bereit machen, Leute. Wir sind drin. Übernehmen die Kontrolle jetzt. Nice. Der Sternzerstörer ballert seine eigenen Trägerschiffe ab.
Wundervoll! Ja, das Schiff gehört uns. Wir haben es echt geschafft. Und Projekt Starhawk hat jetzt einen Sternenzerstörer. Sieg! Ab hier übernimmt ihr Vanguard. Ich eskortiere die Thanos-Gruppe zu einem sicheren Zufluchtsort. Ausgezeichnete Arbeit. General Syndulla wird beeindruckt sein. Wedge Ender. Naja, nicht das Beste, aber immerhin. Oh, wir hätten echte Hilfe kriegen können. Naja. Man kann ja irgendwann bestimmt die wiederholen. Wollen wir mal mit den Leuten hier reden? Das nenne ich mal eine Mission. Das hat mehr Spaß gemacht, als meine Bestzeit an der Todesmarschstrecke zu verbessern. Wir haben einen Sternzerstörer stehlen können und unseren Freunden geholfen. Und wir haben Yavin gesehen. Wir haben immer noch Verbündete auf dem vierten Mond, aber ich bin noch nie dort gewesen. Bei Yavin war eine Energie zu spüren, die ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Irgendwie chaotisch und besänftigend zugleich. Das Imperium verdirbt die Energie jedes Planeten, den es in seine Klauen bekommt. Aber ich kann immer das Gute spüren, das darunter verborgen ist. Und dafür kämpfen wir. Für das Gute. Aber ich habe vorhin gesehen, wie Frisk Commander Javes genervt hat. So wie ich Frisk kenne, braucht der Commander bestimmt Hilfe. Okay. Das Imperium wird den Sternenzerstörer zurückhaben wollen. Aber na gut, sollen sie es ruhig versuchen. In meiner Heimat, als das Imperium in Mimban einfiel, haben wir einen gepanzerten Transporter mit Scoutläufern gestohlen. Als das Imperium nach ihnen gesucht hat, haben wir die Läufer einfach gegen sie eingesetzt. Das hättest du sehen sollen. Ich schätze, der Commander hat etwas Ähnliches mit dem Sternenzerstörer vor. Was sollte er denn sonst damit wollen? Wenigstens hat sich Wedge das richtige Team für die Aufgabe ausgesucht. Diese Faulenzer in der Alphabet-Staffel würden jetzt immer noch bei Yavin herumtrödeln. Genug geplaudert. Mal sehen, was der Commander als nächstes für uns geplant hat. Gut, dann gehen wir mal zum Commander. Gibt's hier noch jemanden zum Reden? Nope. Okay, Besprechung.